Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten Gattuto, beim Clan Spätzen mit Soße. Ja, ihr seht hier den 5-Jahres-Keks. Ihr müsst die Sprache mal auf Englisch stellen und euch dann mal anhören, was der für ein Gequieke von sich gibt. Also ist wirklich, wirklich witzig, aber das ist natürlich nicht Thema in dieser Folge, sondern das Thema ist, ich gehe mal ein bisschen höher vor euch rein. Ich habe das Rathaus endlich auf die letzte Ausbaustufe gebracht. Das heißt, ich habe mir den 5. Stern hier immerhin erspielt. Das hat ja eine unserer Fußballnationalmannschaften nicht ganz geschafft, aber der Toto hat den 5. Stern und ich finde es wirklich mittlerweile doch recht schick. Ich habe es zu Anfang immer kritisiert, habe gesagt, ja, das Rathaus 12 gegenüber dem Rathaus 11 sieht jetzt nicht so toll aus, ist ein bisschen kleiner, aber ich muss sagen, in der letzten Ausbaustufe sieht es schon echt wirklich, wirklich gut aus und dann packen wir das auch mal dahin, wo es eigentlich hingehört. Es gehört natürlich nicht an den Rand hier, sondern es gehört hier hin, da passt es rein und ihr seht das, irgendwann bin ich denn auch mal fertig mit den wirklich wichtigsten Sachen, also die 280 Truppen habe ich ja jetzt schon länger, aber 2 Tage noch, dann ist auch meine Clanburg hier endlich fertig, 2 Tage, 4 Stunden und ich denke mal, dann kann es endlich mal wieder losgehen mit Clash of Clans. Im Moment mal so ein bisschen klein Mist hier, also die Fallen, die dazugekommen sind, die Bomben und natürlich der eine Tesla, der dabei gekommen ist, der sieht auch bald aus wie ein richtiger Tesla. Und habe im Moment eine kleine Hitzepause eingelegt hier. Der Warden geht auf Level 21, also ein bisschen CK-Pause. Aber ich hatte euch ja auch im Thumbnail geschrieben, 2,5 Millionen Lotangriff, den gucken wir uns jetzt mal an. Den hat mir übrigens eingesendet der Thorsten vom Clan Spätzle mit Soße. Ja, ist ein Himself-Angriff, also so ein Ding hier, das kriegst du natürlich auch nicht ein zweites Mal. Und tatsächlich musste ich nur einmal diesen Gegner hier wegskippen. Also 1 Million Gold, 812.000 Elex und 4.700 Dunkles schuldig. Ich muss natürlich auch in den Angriff reingehen. Ist dann die Wiederholung von mir. Also kann ich noch so ein bisschen rein scrollen. Und ja, das ist echt super. Ich musste nur einmal skippen. Das heißt also quasi der zweite Gegner in der Suche war dieser Gegner hier. Und ist auch, glaube ich, mein erster, zweiter, dritter Angriff oder so jetzt erstmal mit dieser Armee gewesen. Da ich natürlich jetzt nicht mit dem Warden unterwegs bin. Ich muss nicht sagen, muss ich mich da behelfen. Also es geht auch, das Farmen geht auch ohne Warden und auch das Poki-Pushen. Da bin ich so ein bisschen runtergekommen, beziehungsweise da hat es mich ein bisschen runtergezogen. Warum, das will ich euch gleich erzählen, aber diesen Lot hier. Und der Adler ist sogar noch aktiv. Der Adler ist aktiv. Und jetzt ist aber auch das war's mit dem Adler. Der hat sich jetzt gerade leer geschossen und ihr habt wahrscheinlich gerade gesehen, da unten auch der letzte X-Bogen. Hat jetzt keine Munition mehr. Und oben mit dem King, mit der Queen, die verlassen jetzt zwar die Heiler, ist aber nicht so schlimm. Ich habe hier unten das Hauptaugenmerkmal mal drin. Das sind nämlich die geheilten Miner. Also die Tunnler sind, ja, sie sind eine gute Farmarmee. Im Moment sind sie, ich muss es gestehen, es ist meine Lieblingsfarmarmee zurzeit. Ich wechsle allerdings immer so ein bisschen. Nämlich ich habe immer einmal die Farmarmee mit den Minern und ich versuche es immer noch mit der Luft, mit den Loons, mit den Minions und mit 2 Hunden. Es klappt nicht so wirklich. Also ich muss sagen, das hat mein YouTuber-Kollege und netter Clasher-Kumpel Sky schon wesentlich besser drauf. Die Angriffe, die ich dann auch aus der Luft mache, mache ich dann auch immer am Handy, denn da ist mir das so ein bisschen vage. Diese Angriffe hier, die kann ich eigentlich immer ganz gut auch am PC klicken, aber die Luftangriffe, die kriege ich nicht so gut hin, weil da muss ich die Truppen so ein bisschen besser rausbringen, also viele, viele Truppen auf einmal. Und ich denke mal, mit dem 3200 Bonus hier oben in Titan 1 sind das 2,5 Millionen, also richtig krasses Ding hier. Wollte ich euch nicht vorenthalten und ich habe aber für euch heute auch noch 2 Zwölferkämpfe, einen Elferkampf aus unserem letzten CK, da bin ich ja euch auch noch was schuldig, da habe ich hoffentlich mein Versprechen gehalten, das weiß ich noch nicht. Ich habe aber auch eine Tag von euch. Letztes Mal habe ich zwar gesagt, Leute, schickt mir keine Tags mehr. Und dann plötzlich habe ich wieder 10 Stück unter meinem letzten Video. Und was mich natürlich besonders freut, ich glaube, es sind einige neue Zuschauer dabei. Willkommen bei mir im Kanal. Das freut mich natürlich unheimlich, dass man mich, aus welchem Grund auch immer, jetzt hier in YouTube gefunden hat. Und wir haben hier den Master XX 007 vom Clan Black and White.
Level 12 klar und wir gucken mal. So eine 8er Base habe ich nämlich auch noch nicht gesehen, deswegen gucke ich mir den ganz gerne mal an. Also er hat hier, der ist noch nicht so lange Rathaus 8, sehe ich gerade. Aber ich denke, er hat auf 7, ja, das war ein Max RH7 hier, macht jetzt schon mal die ersten Mauern auf schwarz. Das geht auch fürchterlich schnell, kann ich euch sagen, denn die kosten nur noch 250.000. Und da hast du so ein Dorf hier ruckzuck in der schwarzen Farbe eingefärbt. Und ich denke mal, hier wird gehämmert, hier wird geklopft. Und die Base kann ich sehr, sehr schlecht beurteilen. Aber ich glaube, klar, Klarenburg ist natürlich lockbar. Und trotzdem werden hier beide Luftabwehren nochmal zusätzlich mit dem Magerturm hier geschützt. Das, was er allerdings hier hat, er hat hier ein Loch hier beim King hier. Das würde ich irgendwie stopfen. Also da nochmal das Mauerstück so ein bisschen nach hier hin in den freien Bereich rein. Und sieht aber, glaube ich, ganz gut aus. Also gefällt mir sehr, sehr gut. 200 Truppen hat er schon. Er hat er wahrscheinlich schon im Rathaus 7 Bereich gehabt und klopft jetzt die restliche Defense hier nach. Schöner Account hier. Schönes Rathaus 8. Hat sich auch schon die Walküre und den Golem freigespielt. Das ist sehr, sehr gut. Ich denke mal, mit 107 CK-Sternen kannst du jetzt endlich auch mit dem Go-Vibe angreifen, beziehungsweise oder mal mit dem Go-Hock. Aber dafür muss natürlich noch einiges gehen. Aber ich denke mal, wie gesagt, der Master ist mal gerade so Rathaus 8. Und schönes Gefühl hier. Ich weiß, wie das ist, so Rathaus 8 zu sein. Ist schon eine geile Nummer mit 200 Truppen. Da kannst du schon richtig was reißen, finde ich. Und viel Spaß beim Rathaus 8 sein. Aber wir kommen jetzt mal in den letzten CK, gucken uns noch drei hohe Angriffe an, weil wir ja in der letzten Folge ein bisschen niedrigere Angriffe gesehen haben und mal sehen, ob ich mein Versprechen halten konnte. Hier beginnen wir mit einem Neuzugang bei uns. Das ist Laura Hille. Ich weiß nicht, ob ihr Hille noch kennt. Sie hat sich, glaube ich, einmal umbenannt. Früher hieß sie nämlich nur Hille 1986. Jetzt heißt sie Laura Hille 1986. Aus dem Clan Gecko State 2008 oder 2009. Der Clan hat sich so ein bisschen an, ich will nicht sagen aufgelöst. Ich war da mal zu Gast, ist schon etliche Folgen her. Da müsste ich wirklich tief in meiner Playlist reinschauen. Und sie hatte mir über die Kommentare geschrieben, Rathaus 12 sucht neues Zuhause. Und da sich da von euch wahrscheinlich keiner gemeldet hat, so einen guten Rathaus 12er hier anzunehmen, habe ich es einfach mal gemacht. Und die Laura ist meinem Ruf gefolgt, die ist dann noch hier reingejoint und darf hier natürlich auch Clankriege mitspielen, gar keine Frage. Sie hat noch nicht alle 280 Truppen, und aber Queen schon auf 54, und ihr seht das hier, es geht durch die Rathaus 12er Base, was natürlich ist es noch keine Rathaus 12er Base. Es ist ein Rathaus 11 mit einem 12er Rathaus und auch noch nicht alles an Verteidigung ist hier Rathaus 11. Das ist aber nicht so schlimm, vor allen Dingen, wenn du noch nicht alle Truppen hast. Hast zwar eine Queen, die jetzt schon ein bisschen höher ist, aber du hast keinen Zauber mehr. Klar, hast eine Karre, die hat hier jetzt natürlich jeder. Und ich glaube, sie hat ja auch das erste Mal mit dieser Kombi angegriffen. Also mit der Kombination Hexen, Bowler und Riesen. Finde ich, ist eine sehr, sehr gute Kombi und hat es aber ganz gut gemacht, glaube ich. Ich zeige ganz, ganz bewusst erstmal die 12er Angriffe hier, da die 11er natürlich viel, viel besser sind bei uns im Clan als die 12er, gar keine Frage, denn die entscheiden hier im Moment die Matches und finde ich wirklich sehr, sehr gut. Der Clankrieg hier übrigens gegen den Clan, ich weiß es immer noch nicht, wie er heißt, 6-9, denke ich mal, war übrigens sehr, sehr spannend. Die Kollegen waren auch nicht schlecht, haben uns gut zugesetzt, aber kommen wir erstmal zum zweiten Rathaus 12er Angriff. Und der kommt, wie kann es anders sein, auch von mir, also voll die EZ-Ego-Folge. Nein, ist natürlich nicht, aber ich hatte euch ja, glaube ich, gesagt, ich halte es mal kurz an, dass in der letzten Folge, dass genau diese beiden Bases hier oder überhaupt dieses Base-Design mir so ein bisschen zusagt, was Angreifen angeht, denn das ist so eine typische Internet-Base, Farm-Base, Push-Base, wie auch immer, viele nehmen sie halt mit in CK. Und ich finde sie nach wie vor nicht so gut. Okay, das Clanburg-Locken ist mir jetzt auch nicht so gut gelungen. Aber erstmal nicht den Fehler wie letztes Mal gemacht. Die Heiler rausgehauen und die Luftabwehr ist noch da. Also erstmal gewartet, bis die Queen ganz locker die Luftabwehr weggeschossen hat und dann erst meine Heiler reingesetzt. Jetzt habe ich versehentlich den Päcker rausgebracht. War aber, glaube ich, nicht so schlimm. Der sollte eigentlich hier hinten, sollte einer mit rausgehen. Jetzt wird hier gefunnelt. Das ist mir im ersten Angriff leider nicht gelungen. Also auf die 1
ist mir nur ein Stern gelungen, weil mein Funnel schlecht war. Da sind mir die Truppen tatsächlich, wie es der Angreifer will, nach außen rausgelaufen. Das ist mir hier etwas besser gelungen, denn jetzt ist hier hinten das letzte Goldlager weg gewesen und jetzt können meine ganzen Massen an Truppen nach wie vor so ein bisschen, ich nenne es mal so ein bisschen oldschool. Also ich habe zwei Päcker dabei, zwei Hexen dabei und mittlerweile etwas mehr an Bowler, da ich natürlich 82 Truppis hier habe. Den Sprung hier voll auf die Clanbuche setze. Also ich nehme im Moment nur einen Sprung mit und ihr seht das, ich habe zwei Friespelz im Moment anstelle des letzten Sprungs oder des letzten Wutes im Repertoire und ja, das klappt nach wie vor ganz gut, also kann ich auf jeden Fall den Rathaus 12ern oder auch 11ern empfehlen, vielleicht den letzten Wut wegzulassen, dafür zwei Fries reinzunehmen oder vielleicht den zweiten Gift mit einem zusätzlichen Fries. Ich finde, das klappt im Moment sehr, sehr gut, also ich will das vielleicht mal ein bisschen beibehalten, kommt natürlich auch immer auf die Base an. Aber hier hat es nochmal gepasst, den letzten Fries hier unten eben anzusetzen. Und ihr seht das, oben habe ich noch eine ganze Masse Bowler. Jetzt kann ich meine beiden Magier und die beiden Bogenschützen einfach mit hier in die Meute reinschicken. Dann sind es einfach nochmal mehr Truppen, die ich hier unten habe. Aber keine Gefahr, jetzt sind es nur noch zweimal Punktschaden auf die beiden Kanonen. Und glücklicherweise, Worden läuft auch richtig. Worden hat komplett überlebt. Das heißt, ich habe sie die Tage beim Pushen vor allen Dingen ganz oft vergessen, den immer wieder umzustellen, weil ich natürlich eine Armee Erd habe und eine Armee Luft habe und jedes Mal muss das natürlich umstellen und wenn der da mal angeschlagen war, du kannst ihn ja nicht umstellen, wenn er am Recken ist, habe ich ab und zu mal nicht rangedacht, aber hier ist es mir gelungen, ich habe es euch versprochen, ich mache den hier auf 3, bei der 1 ist mir das leider nicht gelungen, da habe ich einen Stern geholt, da war der Funnel halt scheiße, aber letzten Angriff macht hier bei uns heute ein Rathaus 11er. Und der kommt, oh, wieder mal von Free Guy. Also Free Guy ist einer, der sich hier ganz, ganz stark gesteigert hat in den letzten Wochen. Kann ich nicht anders sagen. Ich meine, es gibt etliche hier. Aber wir ziehen hier auch sehr, sehr gut an einem Strang, muss man sagen. Taktisch und auch menschlich hier. Das passt sehr, sehr gut hier. Und der Free Guy auch mit der Kombination Hexen, Bowler und Riesen. Ich weiß, was er in der Clanburg hat, weiß ich jetzt nicht genau. Aber Clanburg richtig sauber gesetzt und in diesem Krieg ist auch mal keine Clanburg beziehungsweise keine Clanburg-Karre in irgendeiner Mauer oder sonst wo hängen geblieben. Ich habe etliche Sachen noch zugesendet bekommen beziehungsweise von Clanmates. Auch hier hängt die Karre wieder. Ich weiß, das kann ich alles zeigen, aber wir kennen das ja mittlerweile, wo die Karre überall wie hängen kann. Also das sind nauen Bugs, hätte ich mal gesagt. Und von daher ist es nicht ganz so tragisch, dass ich euch das nicht jeden Tag zeige. Und vor allen Dingen jetzt bei den heißen Tagen hier, da habe ich mich mal ein bisschen zurückgehalten und ich werde euch gleich auch zeigen, warum ich auch mal so einen halben Tag oder einen Dreivierteltag keinen Bock mehr hatte auf Clash of Clans. Wirklich so ein bisschen die Nase voll. Da ist mir nämlich wirklich ein blöder Fehler unterlaufen. Und das hat mich dann so ein bisschen runtergezogen. Ihr habt es ja gesehen, bin so ein bisschen so ganz langsam und behende auf den Weg, vielleicht mal mein Profil komplett zu machen. Und einmal einen kurzen Abstecher in die Legendenliga zu machen. Aber das ist gar nicht mal ebenso. Ich meine, ich hatte gleich, nachdem ich 4700 Pokale hatte, einen Gegner mit 43 Pokalen gemacht. Da war ich total angeflasht und so nach dem Motto, boah, so kann es weitergehen. Das geht dann ja ruckzuck bis nach 5000 hoch. Falsch gedacht. Da habe ich immer so richtig falsch gedacht. Und der Free Guy hier hat hier auf diese Base hier nochmal den Dreier rausgeholt. Richtig, richtig krass, kann man nicht anders sagen. Denn ich hatte ja gesagt, der Elver entscheidet hier und der Elver hat hier auch diesen Clankrieg entschieden. Das Ergebnis war ich euch noch schuldig. Gegen den Clan 58-50. Wir haben am Ende also wirklich nochmal richtig krass aufgeholt, haben alle Bases zugemacht. Bis auf die 1, sie konnte jetzt mit 2 Sternen hier stehen bleiben. Ihr seht es, 79% ein Stern von Thorsten. Ja, und was hat mich eigentlich hier so runtergezogen? Das kann ich euch in meinem Angriffslog zeigen. Ich glaube, es ist noch drin. Ja, hier unten versehentlichen Barbaren gesetzt und dann aufgegeben. 34 Pokale minus. Super Sache, dann hole ich so ein bisschen was rein und dann vergeige ich eine Stunde später noch ein Angriff hier mit 35, also mal eben 70 Pokis komplett wieder weg. Ja, das hat mich ein bisschen runtergezogen, aber danach lief es eigentlich ganz gut, pokalmäßig jetzt nicht so, aber ich muss natürlich auch ein bisschen auf den Lot achten. Hier seht ihr den Millionenlot auf den Doystar Trevas und ja, der Rest sieht eigentlich ganz gut aus im Moment. Mal sehen, 4732, schuldig bitte.
bin ich hier im Moment stark und auch im Nachtdorf habe ich meinen eigenen Rekord endlich mal eingestellt, 4.234. Auch da bin ich so ein bisschen jetzt in den besseren, ich nenne es mal so, in den besseren Rängen, wo es ein bisschen mehr Lot gibt, wenn auch nicht so super viel. Aber ich denke mal, das wird schon. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wie gesagt, ich freue mich, dass ich so viele neue Zuschauer habe. Wirklich top. Daumen dafür nach oben. Und ich hoffe, ihr gebt dem Video hier auch wieder einen Daumen nach oben. Bis dahin, euer Toto. Clashed.